Jagalu, das Musikmagazin. Schönen guten Tag, Phrasenmäher, der Jannis, der Martin und der Lenne. Hi. Korrekt? Korrekt, absolut korrekt. Richtig. Sehr gut. Endlich mal, kann ich mir drei Namen merken, ist ja wunderbar. Neun Hits, drei Evergreens, eure aktuelle, neue, nietennagelneue Platte. Nietennagel. Ja, wobei ich mich dann ein bisschen gewundert habe vorhin. Ich war auf der Vor-Artist-Seite. Das sollte vor einem Jahr schon kommen, kann das sein? Na, wir haben lange dran geschraubt, so, ne? Also vor einem Jahr kommen sollte es noch nicht. Aber wir haben, es lag ein Moment lang, das kann man schon sagen, ja. Aber es ist ja so wie mit Wein, ja. Wenn es einen Moment liegt, dann kann es noch so, da kommen noch Songaromen hervor, die hättest du gar nicht geschmeckt, nicht gehört. Aber wie habt ihr das dann gemacht mit den Songaromen, dass dann die so im Nachhinein noch aromatischer geworden sind? Wir haben sie einfach live nochmal angetestet im letzten Sommer und haben geguckt, ob es wirklich gut ist, und dann haben wir es rausgebracht. Aber eigentlich war es so, dass wir einfach die Plattenfirma gewechselt haben und deswegen hat sich alles ein bisschen verzögert. Also dieses klassische Rechte-Ding, so hin und her, Contract und so weiter und so fort. Ja, euch gibt es ja irgendwie schon so eine halbe Ewigkeit, so, ne? Seid auch irgendwie fleißig am Touren gewesen. So mit Ich und den Fantastischen Vier und Zweiraumwohnung und so. Also mit den Fantas waren wir auf Tour, mit den anderen haben wir dann Konzerte gehabt. Also richtig supported haben wir die Fantastischen Vier, genau. Ach so, was heißt die anderen dann? Also wie kann man... Eintageskonzerte mit mehreren Acts ach und so. Ach so. Genau. Wild, sage ich da nur. Aber wie lange habt ihr denn jetzt so insgesamt geschraubt? Also mit den Voraromen und den Nacharomen, wie lange... Also es ist euer zweites Album, muss man dazu sagen? Also das ist das zweite Studioalbum. Zwischen den beiden kam noch ein Live-Album raus, weil wir halt auch sehr gerne auf der Bühne stehen oder auch mal zeigen wollten, wie das dann klingt. Und das ist jetzt das zweite Studioalbum. Wir haben uns im Prinzip den letzten Winter komplett Zeit genommen und haben da in verschiedenen Phasen im Studio mit unseren Produzenten zusammengesessen und die Sachen eingespielt und natürlich vorher ganz in Ruhe uns auch hingesetzt und haben im Proberaum die ganzen Texte bearbeitet und haben geguckt, was wir drauf haben wollen, was wir nicht drauf haben wollen, und haben ein bisschen an der Musik geschraubt. Gibt es denn bei euch ein Rezept? Weil das Album ist ja einfach irgendwie, man kann es ja nicht anders sagen, es ist wahnsinnig vielfältig. Also ich meine, ich glaube, welche Musikrichtung ist eigentlich nicht dabei so ungefähr? Ne? Also entspricht das so euren privaten Musikgeschmäckern? Also da es vielfältig ist eigentlich schon, also weil wir privat alle sehr unterschiedliches Zeug hören und alle aber auch sehr, sehr breit gefächert hören. Von daher entspricht es natürlich schon, oder die Stile, die drin sind, entsprechen dann schon auch unseren privaten Geschmäckern. Aber ich glaube, also so wie es jetzt ist, ist es dann wieder was Neues geworden quasi. Gibt es denn bei euch ein Rezept, Jannis, dass ihr erst die Musik habt und dann da einfach den Text rein improvisiert, weil ihr seid ja hervorragend im Improvisieren, oder funktioniert das mal so? Also ich würde sagen, meistens haben wir erst einen Text, so irgendeine Phrase, irgendeine Idee einer Phrase, und dann kommt die Musik dazu. Also es ist meistens so, dass mir irgendeine Idee kommt, dann schreibe ich die schon mal auf, dann gehe ich damit zu den Jungs und die sagen so, ja, teilweise ist es gut, teilweise müssen wir da nochmal ran. Dann machen wir zu dritt den Text fertig und dann machen wir zu dritt, überlegen wir uns, welches Genre passt dazu, welche Musik wollen wir dazu haben. Da hast du ja völlig recht, also wir entscheiden das pro Song. Das kann man schon mal als eine Art Rezept bezeichnen. Also wir gucken gezielt pro Song, welches Genre passt dazu, und das ist dann mal Elektro-Swing und mal Rammstein-Salsa. Sehr gut, sehr gut. Also bei Swing ist dann das Swingende dann quasi so Programm gewesen. Genau, ja schon. Also wir haben das Ding hieß Swing. Also dieser Text kam so, ein Text über gezwungen werden, und dann haben wir den irgendwie mal vergessen, EN ranzuschreiben, dann stand da Swing und dann wir so, wir machen einen Swing daraus ein, und das ist dann sehr inspirierend. Ja. Und dann habt ihr ja gerade einen Weltrekord, wobei ich mich gefragt habe mit dem Weltrekord, 2 Jahre das 90-Minuten-Video. Was ist denn hier mit dem Happy und Pharrell und 24 ja, Stunden mega, und so? Mega geschummelt, der gute Mann. Unser Rekord ist ja nicht das längste Video, sondern der längste veröffentlichte Song. Und Pharrell Williams hat ein 24-Stunden Musikvideo gemacht, das aus dem geloopten 4-Minuten-Song von ihm besteht. Also es ist ein 4-Minuten-Song, und er hat einfach so viele Musikvideos dazu gedreht, dass es dann aneinander geklatscht 24 Stunden ergeben hat. Genau, und das ist einfach der Unterschied. Wir haben den längsten Song und haben dazu ein Musikvideo in Spielfilmlänge gedreht, und ja.
Wie kompliziert war das? Weil irgendwie vom Set her müsstet ihr ja da so eine LKW-Ladung an Requisiten rumfliegen gehabt haben, oder? Ja, wir hatten auf jeden Fall ein bisschen zu tun, so einiges zusammenzukriegen, weil in 90 Minuten muss ja ein bisschen was passieren. Also es ist jetzt kein kompletter Spielfilm geworden. Wir haben jetzt wirklich ein Setting genommen und haben das die ganze Zeit auf unterschiedliche Art und Weisen bespielt. Da wird was auf- und abgebaut und wir haben mehrere Kostüme, die wir zwischendurch wechseln. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Es ist so ein bisschen Entschleunigung natürlich, weil man setzt sich gemütlich davor und hört halt die ganze Zeit nur einen Song. Aber es fesselt. Also wir haben jetzt echt sehr gute Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die meinten, ich wollte nur mal kurz reingucken und konnten dann einfach irgendwie stundenlang, also haben sich das teilweise dann wirklich mehrfach hintereinander angeguckt, weil es irgendwie scheinbar doch ziemlich fesselnd ist. Es ist psychologisch sehr interessant, weil man, wenn man diesen Song sich anhört oder beziehungsweise anschaut auf YouTube, dann man durchläuft so Wellen, verschiedene Wellen. So, man hat erst, ist es Neugier, so 10 Minuten, die Neugier ebbt ab nach etwa einer Viertelstunde. So, dann kommt langsam so eine Unruhe auf, ja, der gefolgt von so einer gewissen Lethargie ab, ich sag mal, Minute 40. Und dann kommt so wieder so eine Durchmach-Euphorie, so jetzt will ich ihn zu Ende gucken. Das ist auch so ein bisschen so ein Experiment. Ich finde es dann einfach wie so eine Hollywood-Komödie, ne? Also die hat ja auch nicht 90 Minuten Kracher-Minuten, sondern es gibt halt so richtig viele Höhepunkte und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kleinhänger, aber zum Großteil ist das echt richtig gut. Ich fühlte mich jedenfalls arg an Das ist Spitze erinnert, also das irgendwie dieses neue Format, was früher mal Dalli Dalli hieß, was jetzt irgendwie Das ist Spitze heißt, habe ich letzte Nacht zufällig das erste Mal gesehen. Und da gibt es nämlich dieses... Auf Facebook hast du das auch gepostet. Hast du das gelesen? Ja, ich lese ja Ich poste alles, ich gebe es zu. Ich hab auch sonst kein Leben. Nee, aber das Lustige war halt, da gibt es dieses Spiel, wenn ich an Hausfrau denke, dann denke ich an so. Und da fühle ich mich irgendwie jetzt total an euch. Es ist assoziativ, muss man ganz klar sagen. Also es ist doch das Prinzip vom Refrain. Ja, ansonsten geht es nächsten Monat wieder auf Tour. Korrekt. Endlich, wie viele Städte haben wir ab dem 18. Februar ist es, glaube ich, gewesen? Ja. Ne? Genau, es ist im Prinzip Mitte Februar und dann bis in den weiten März rein. Es sind 18 Städte insgesamt, wirklich deutschlandweit. Es lohnt sich auf jeden Fall mal auf der Homepage nachzugucken, ob was Berlin, in der Nähe. Wir sind natürlich auch Berlin. Genau, natürlich kommen wir auch in die Hauptstadt, in den Privatclub. Len ist unser Mann für die harten Fakten. 20.02. Genau, und ansonsten natürlich auch viele andere Städte überall. Und wir waren halt im letzten Jahr, weil wir ganz in Ruhe, wie ja eben schon gesagt, uns ans Album gesetzt haben, waren wir halt letztes Jahr nicht so viel unterwegs. Und da hat es so ein bisschen was aufgestaut und das wird auf dieser Tour aber ordentlich wieder rausgelassen. Janis hat gerade die Psychologie schon angesprochen. Ich frage mich, wo da die Psychologie bei dem Albumtitel ist, weil die neuen Hits, 3 Evergreens plus 1 Filler. Ja. Du bist der Erste, der es auch sich traut auszusprechen, ne? Weil sonst fragen uns nämlich immer alle. Es heißt 9 Hits, 3 Evergreens, sind 13 Songs drauf. Warum nennt ihr es dann 9 Hits, 3 Evergreens? Und du bist der Erste, der es sich traut auszusprechen, ein Filler. Aber welches ist denn jetzt der Filler? Ja, das verraten wir wiederum nicht, ne? Weil ich finde, da muss man auch dem Rezipienten die Chance geben, es selber herauszufinden. Denke ich mir auch definitiv. Und ich habe ehrlich gesagt irgendwie keinen gefunden. Also von daher müssen wir doch über einen neuen Albumtitel nachdenken. Du kannst ja so mit dem Edding drüber gehen und irgendwo noch eine Zahl hinzufügen. Der ist auch nur auf manchen Alben drauf, also auf jedes wie mit dem Überall, auf jedem 10. Album ist der, dann musst du dir mehrere kaufen. Bis du den. Also es ist dieses Sammlerstück, was es später bei eBay gibt. Mhm. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich mich natürlich, also weil ich, manchmal bin ich ja so drauf, dass ich, wenn ich einen Song höre, dass ich dann einfach mitträller. Aber dicke Bettdecke, da dachte ich irgendwie, ey, ich spinne jetzt, ich meine, ich habe ja jetzt keine Rapper hier sitzen, aber das ist, also es ist echt, das ist schon Zungenakrobatik, oder? Können wir mal vormachen? 1, 2, 3, 4. Die dicke Bettdecke, dicke Bettdecke, die dicke Bettdecke, dicke Deck. Die dicke Bettdecke, dicke Bettdecke, die dicke Bettdecke, dicke Deck. Yo, Mann, die dicke Bettdecke, die dicke Bettdecke. Das geht aber, glaube ich, einfacher, wenn man aus Hamburg kommt. Also wenn man dann dieses Nuschel-GE drin hat. Ja. Naja, ich bin Bochumer und da habe ich leider nicht drauf. Ah. Gut, ich würde sagen, wir wollen euch jetzt live hören und sehen und erleben. Und dann haben wir noch ein kleines A bis Z, das wird bestimmt auch sehr lustig. Ich sage erstmal lieben Dank fürs Herkommen. Ja. Viel Erfolg natürlich. 9 Hits, 3 Evergreens, Phrasenmäher. Phrasenmäher, genau. Phrasenmäher. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Bühne rocken. Bis denn.